Die Außenkanten von den beiden Profilen müssen genau 1 Meter entfernt sein. Jetzt zu hören stellen wir Teil die Beschwerde. Ja, moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich wollte in diesem Video einmal Danke sagen an alle 15.000 Abonnenten und euch ein Video zeigen von einem Zuschauer von mir, der 14 Jahre alt ist und der selber ein Balkonkraftwerk aufgebaut hat. Der hat das hier bei mir gewonnen und das Video ist unglaublich spannend. Das gucken wir uns gleich zusammen an und dann werde ich am Ende von diesem Video als Dankeschön, dass ihr alle mich abonniert habt, über 15.000 sind es mittlerweile, nochmal ein großes Balkonkraftwerk, also über 600 Watt Peak verlosen und dieses Mal von der Firma Aceflex. Ganz herzlichen Dank an die Firma. Kleiner Nachtrag hier von mir vom Balkon mit meinem kleinen Balkonmodul. Das Modul, was der Junias jetzt gewonnen hat, das kommt von Alpha Solar. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Alpha Solar, dass ihr hier mich gesponsert habt oder auch einen Teil dazu gegeben habt. Richtig, richtig cool. Zu diesem Modul, das waren zweimal Q-Cells Module, 330 Watt meine ich. Und auch noch ein extra Wechselrichter. Das war ein ganzes Paket und eine spezielle Vorrichtung, um das auf eine Garage zu installieren. Ihr seht das jetzt alles hier im Video. Also ganz herzlichen Dank an Alpha Solar. Link in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns das Video an und danach verlosen wir das Balkonkraftwerk. Jetzt schauen wir auch, ob alles komplett angekommen ist. Alles da. Zwei Schienenprofile kurz, zwei Schienenprofile lang, zwei linke Profile lang und zwei linke Profile kurz und ein Bett mit Schrauben und Muttern. Wir bauen jetzt ein Dreieck zusammen, dafür brauchen wir eins von hier. Und von dem hier und natürlich auch ein paar Schrauben und Muttern. Die Winkelprofile schraubt man wie folgt zusammen. Zur Befestigung am Vierkantprofil brauchen wir diese Schrauben. Verbunden werden diese zwei Dreiecke mit den sonstigen. Dazu gibt es diese speziellen Winkel. Für den nächsten Schritt ist es wichtig zu wissen, wie hoch das Paket ist. Bei uns ist es genau 1 Meter.
Die Außenkanten von den beiden Profilen müssen genau 1 Meter entfernt sein. Um das zu erreichen, nehmen wir das vierte Loch von unten. Nun schrauben wir diese Halterung für die Solarpanels in die Viereckprofile. Und natürlich testen. Jetzt der anstrengende Teil, die Beschwerde. Jetzt wird es hiermit von oben befestigt. Thank you.
So, richtig cool, was er da gemacht hat, finde ich. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn wir solche Videos öfter bringen sollen. Und jetzt möchte ich gerne einmal die Verlosung machen. Wir haben hier 4 bis 216 Teilnehmer, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt, ist sehr viel besser als beim Lotto. Und jetzt suchen wir mal einen raus. Das ist die 168. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht, wer das ist und gucke jetzt mal hier in meiner schlauen Excel-Tabelle nach. Daniel, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Balkonkraftwerk. Wir werden mal zusammenschauen. Vielleicht, ich schreibe dir eine E-Mail. Vielleicht machen wir das dann auch mit diesen Second Life-Modulen, dass da noch ein paar Module extra noch dazukommen. Je größer, desto besser, sage ich mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr schon ein Balkonkraftwerk habt oder wenn ihr selber eins installieren möchtet. Macht auch weiterhin gerne mit bei der Verlosung. Und alle, die jetzt nicht gewonnen haben, Leute, wir machen weiter. Aber auch alle die, die vielleicht nicht gewonnen haben und jetzt nicht mehr warten wollen, bis ich jetzt hier vielleicht 200, 300 Balkonkraftwerke über die Zeit verlost habe, die sollten einfach selber aktiv werden und loslegen. Baut euch ein Balkonkraftwerk. Vielleicht kriegt ihr von mir dann noch eins obendrauf geschenkt, wenn ihr Glück habt. Schickt mir Fotos davon, was ihr schon gemacht habt, wie viel Strom da rausgekommen ist, wie viel Strom ihr schon geerntet habt. Und dann würde ich das hier vielleicht in die nächsten Verlosungen mit einbauen, was ihr dann alles schon mir gezeigt habt und wie gut es funktioniert. Wir müssen einfach unfassbar viel mehr Leute anstecken mit Solar. Wir müssen sie anstecken mit Speichern für die Energiewende und dass wir einfach hier zeigen können, dass jeder seinen eigenen Strom machen kann und dass das nicht schwierig ist, nicht kompliziert ist, dass man da keine Angst vor haben muss. Und das Allerwichtigste ist die PV-Anlage. Dann vielleicht noch ein Speicher, aber auch die Wärmepumpe, mega wichtiges Thema, Heizstäbe, all diese ganzen Themen kommen ja hier auf dem Kanal, dass man halt sein Haus nachhaltig mit Energie versorgen kann. Im Moment gibt es kein gutes Geld, keine Zinsen auf der Bank, deswegen investiert lieber dann in euer Heim und wenn ihr das dann alles fertig habt, dann könnt ihr dann auch gerne mal über nachhaltige Investment, nachhaltige Banken, nachhaltige ETFs nachdenken. Das sind ja auch noch Themen, die hier auf dem Kanal kommen. Schaut auch gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Und da werden wir dann nach und nach sukzessive so eine richtig große Datenbank für diese ganzen Themen Nachhaltigkeit aufbauen. Ich sage ganz herzlichen Dank nochmal an 15.000 Abonnenten. Ich bin unglaublich baff, dass das so schnell ging. Ich hatte letztes Jahr, Januar 2020, hatte ich 100 Abonnenten im Januar, also gerade so über Weihnachten. Und jetzt 15.000, unglaublich. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich auch danke an den ganzen Zuspruch von euch. Das ist unfassbar cool. Motiviert mich ungemein. Ich habe einen sehr stressigen Job und dann dieses YouTube-Thema da noch nebenher zu machen, ist auch echt viel, viel Zeit. Aber wenn ich dann solche E-Mails von euch bekomme und ihr mir schreibt, hey, wegen dir habe ich eine Solaranlage gebaut, wegen dir habe ich mir ein Elektroauto angeschafft oder auch jetzt eine Wärmepumpe installiert und die Gasheizung rausgeschmissen. Das ist einfach richtig cool. Da freue ich mich jedes Mal und motiviert mich ungemein. Und sorry an die Leute, denen ich nicht immer noch antworten kann auf ihre ganzen Fragen und E-Mails. Es sind einfach mittlerweile viel zu viele geworden und ich habe einfach nicht die Zeit, auf alles zu antworten. Lesen tue ich alle, auch alle eure Kommentare, aber antworten schaffe ich einfach nicht mehr. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das überhaupt immer mal sagen würde. Und ja, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, es geht weiter so. Wir müssen ganz viele Leute erreichen und auf die nächsten 15.000 Abonnenten freue ich mich schon und freue mich, mit euch noch richtig coole Videos zu machen. In diesem Sinne, macht es gut, habt vielen Dank und bis bald. Euer Felix. Ciao.